Ich hatte in der Schule konstant Bestnoten, habe ein Abi mit einem Schnitt besser als 1,0, aber nicht, weil ich übermäßig schlau bin. Ich würde nicht von mir behaupten, dass ich eine Person bin, die Dinge sofort richtig schnell versteht oder besser als andere versteht. Trotzdem habe ich es aber geschafft, Abitur mit der Note 0,8 zu machen und in der Oberstufe immer Bestnoten zu holen. Und das war auch nicht immer so. Also ich erinnere mich auch an nicht so gute Zeiten in meiner Schulzeit, aber ich habe irgendwann angefangen, Schule ernst zu nehmen und ich wollte gute Noten haben, weil mir das Lernen irgendwann angefangen hat, Spaß zu machen. Und dann habe ich mich beschäftigt mit Lernmethoden, mit Strategien, wie das Gehirn funktioniert, wie ich mich organisieren kann, wie ich meine Zeit einteilen kann, wie ich mich selbst auch ein bisschen austricksen kann, vielleicht lernen zu mögen. Und das alles war ein langer Prozess. Ich musste sehr viel recherchieren und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass es irgendwie eine Person gibt, die mir einfach alles sagen kann, beziehungsweise dass es irgendwie ein Buch gibt, wo man so alles liest, weil es gibt unglaublich viele Bücher zum Thema Produktivität und Motivation und so weiter. Aber es gibt nichts Konkretes genau für die Schule oder genau für mein Abitur, wo wirklich alles drin war. Und deswegen habe ich genau das geschrieben. Ich verspreche euch, ihr könnt dieses Buch nicht lesen und danach nichts mitgenommen haben. Das ist wirklich der vollumfassende Guide für alle Schüler. Gleich kommen wir noch zu einem Q&A, wo ich beantworten werde, was alles drin ist, für wen das genau ist. Ist es für Studenten, ist es für die Mittelstufe? Lohnt es sich zu lesen, wenn ihr schon alle meine Videos kennt und so weiter? FAQ kommt später. Erstmal generell jetzt zu dem Buch. Ich bin so happy, euch dieses Buch jetzt einfach zeigen zu können, weil es ein Projekt ist, in dem ich seit mehreren Monaten arbeite. Es ist wirklich der komplette Guide für gute Noten. Da ist alles, alles, alles drin, was ich gemacht habe, um ein 0,8-Abi zu schaffen. Das Buch ist aufgeteilt in 7 Teile. Wir haben erstmal einen kompletten Teil zum Thema Mindset. Da ist alles drin von wegen, wie sind wir motiviert? Müssen wir immer 100% geben? Wie können wir 100% geben? Wie sollte man schlafen? Wie sollte man essen? Wie sollte man Feedback geben, annehmen? Ich habe auch ein Kapitel, das heißt, in einer toxischen Beziehung mit Academic Validation, weil ich auch damit gestruggelt habe, die Noten zu meiner Personality zu machen und mich sehr reinzusteigern. Also es gibt auch hier ein paar Dinge drin, die euch einfach gut fühlen lassen, wenn ihr mal eine schlechte Note habt. Oder wir haben hier auch ein SOS-Notfall-Kit für Stress und Panik. Gerade für Prüfungsangst ist wirklich super. Dann haben wir die Grundlagen des Lernens. Das ist komplett alles easy erklärt. Active Recall, Spaced Repetition, Blurting. Alle diese großen Methoden, die man auf Social Media hört, ganz konkret einfach erklärt hier. Dann haben wir den ganzen Teil zu der Schule, zum Unterricht, zur mündlichen Note. Wie interagiert man mit den Lehrern? Was soll man anziehen? Wie ist man selbstbewusst? Wie macht man die richtigen Notizen in der Schule? Dann die optimale Prüfungsvorbereitung mit ein paar kleinen Hinweisen, wie man lernen sollte. Ich habe auch bei so ein ganzes Kapitel zu meinem besten Freund, der mein Study Buddy war in der Oberstufe, auch witzige Geschichten da drin. Dann komplett zum Zeitmanagement, da ist alles drin, genau wie ich meine Woche plane, wie ich genau nichts vergesse. Dort ist ein Plan drin, wie man Gewohnheiten richtig etabliert, wie man bewusst plant, wie man gut Nein sagen kann. Und was ich richtig krass finde, ist, dass wir einen gesamten Teil zu jedem Fach haben. Also egal, ob ihr Probleme habt mit Mathe, mit Kunst, mit Geschichte. Es gibt auch einen Guide für die Seminararbeit und für das richtige Mindset während der Fächer. Und dann gibt es noch einen gesamten Teil zur Prüfung an sich. Das heißt, was ich vor meiner Abi-Prüfung gemacht habe, was ich danach gemacht habe. Ich habe Checklisten drin, was ihr am Abend davor machen solltet. Dann haben wir noch einen riesen Anhang. Ich guck mal kurz rein, was da nochmal alles drin. Meine Lernessentials, also Dinge, die man immer auf dem Tisch haben sollte. Ich habe Geschenkideen drin. Wir haben nochmal eine Gedankenreise, eine Meditation drin. Wir haben App-Empfehlungen drin, Buchempfehlungen. Also das ist wirklich der vollständige Guide. Also das ist wirklich alles, einmal komplett alles drin, was ihr einfach wissen müsst, um gute Noten zu haben. Wir haben Checklisten, wir haben kleine Boxen, wir haben auf jeder Seite praktische Tipps, die man sofort anwenden kann. Ich liebe einfach Bücher, aus denen man sofort was mitnehmen kann. Denn ich finde es total toll, wenn man nach jeder Seite so einen Motivationsschub hat, irgendwas umzusetzen. Und das ist hier der Fall, weil wir haben wirklich auf jeder Seite irgendeinen kleinen Hack. Diese kleinen Boxen hier sind immer so kleine Dinge, die man sofort umsetzen kann. Und dann haben wir hier aber zum Beispiel Laras Tipp. Und da sind auch immer konkrete Dinge drin, die ihr sofort machen könnt. Wir haben einen Habit-Tracker. Wir haben QR-Codes zu Videos. Kleine Übungen, meine 3 besten Tipps gegen Aufschieberitis. Ich habe da wirklich mein ganzes Herzblut reingestellt. Und vor allem auch meine ganzen Ideen und meine ganzen Methoden. Und alles, was ich die letzten Jahre über gute Noten gelernt habe. Ich liebe das, dass das Buch so praktisch aufgebaut ist. Wir haben da halt wirklich auch so Rezepte drin für Study-Snacks. Wir haben einen Test,
da drin, wie aktiv man schon lernt. Das ist damals wie irgendwie in der Bravo, wo man so Dinge abhaken konnte. Dann wurde irgendwie gezeigt, was für eine Art von Freundin du bist oder so. Wir haben wirklich Checklisten, die man abhaken kann. Ich habe euch auch genau gezeigt, wie ich Mathe lerne anhand der Kurvendiskussion. Ich habe eine Mindmap reingemacht von meiner Spanisch-Abiturprüfung. Ich habe das Buch schon vor einigen Wochen auf Instagram angekündigt und da habe ich echt viele Fragen bekommen, die ich, by the way, auch in meinem Instagram-Highlight beantwortet habe zu meinem Buch. Also falls ihr noch mehr Fragen habt, guckt da einfach mal rein, eventuell sind die dort schon beantwortet. Die häufigst gestellte Frage war, lohnt es sich noch, wenn man all deine Videos geguckt hat? Und die klare Antwort ist ja. Denn ich habe dieses Buch nicht ganz alleine geschrieben. Ich hatte eine wunderbare Lektorin an meiner Seite, die mich begleitet hat beim Schreiben, mit der ich jede Woche Calls hatte. Und wir haben es dann immer so gemacht, dass ich ihr erzählt habe, was ich jetzt schreiben würde. Dann haben wir einen gemeinsamen Plan gemacht, habe ich das alles geschrieben und so. Und dann hat sie rübergeguckt und gesagt, hey, da könnten wir noch was reinbauen, da könnten wir nochmal darüber recherchieren. Und dann haben wir zusammen immer noch sehr viel weiter recherchiert, nochmal neue Ideen gehabt, Dinge umgeschrieben, sodass da wirklich unglaublich viel Wissen drin ist. Zudem ist es natürlich viel einfacher, innerhalb von einem Abend, das geht wirklich, dieses Buch durchzulesen, als sich, ja, 1000 YouTube-Videos von mir anzugucken, weil vor allem hier wirklich alles auf den Punkt gebracht ist und alles gut organisiert ist. Wollt ihr Zeitmanagement-Tipps, wollt ihr Tipps für den Unterricht, wollt ihr Tipps für die mündliche Note, Tipps für die Lehrer? Ihr könnt sofort nachgucken, wo die jeweiligen Tipps zu finden sind. Und dann finde ich, ist es auch oft so, dass die Sachen, die man aus Büchern mitnimmt, nicht unbedingt diese großen Key-Takeaways sind, sondern ganz oft nur einfach kleine Sätze, die einen irgendwie zum Nachdenken anregen. Und ich liebe das. Ich liebe es, Bücher zu lesen, die so kleine Zitate haben oder so kleine Gedankenschnipsel, die einem dann zum Nachdenken anregen und auch das Leben wirklich verändern. Ich liebe diese Art von Büchern und ich wollte, dass mein Buch auch so wird. Und deswegen habe ich mir extra Mühe gegeben, einfach so kleine Mindset-Anregungen reinzuschreiben. Und auf vielen Seiten gibt es einfach so kleine Sätze, so mitten im Fließtext drin, wo ich mir echt denke, das würde ich mir markieren und an die Wand hängen. Also ich bin wirklich durch und durch zufrieden mit dem Buch. Die nächste Frage, die oft kam, ist, für wen ist das Buch jetzt eigentlich konkret? Das Buch heißt ja Bestnoten, ach, das hab ich gar nicht gesagt. Das Buch heißt Bestnoten ohne Stress mit minimalem Aufwand zum 1,0 Abitur. Das heißt, natürlich ist es in erster Linie für Leute, die Abitur machen, weil ich über meine Abiturzeit berichtet habe. Ich habe euch genau erzählt, wie ich in der Oberstufe gelernt habe, mich auf die Abi-Prüfungen vorbereitet habe und letztendlich das 0,8 Abi auch geschafft habe. Es ist wirklich perfekt für Leute, die jetzt Abitur machen oder in den nächsten Jahren. Ich empfehle es aber auch ganz stark für Leute, die vielleicht noch nicht so weit sind. Denn alles, was da drin steht, kann man auch schon vorher anwenden. Da ist jetzt nichts Inhaltliches drin. Das heißt, ich habe jetzt nicht genau erklärt, wie geht eine Zellteilung oder so. Sondern da gibt es ja diese übergreifenden Methoden, die ihr beim Lernen anwendet. Und das ist ja vollkommen egal, ob ihr das in der 9., 10., 11., 12. oder im Studium macht. Ich benutze diese Methoden jetzt immer noch in meinem Jurastudium und würde sie auch wirklich jedem empfehlen. Es gibt ja diese Kapitel zu den jeweiligen Fächern. Also wirklich zu den Fremdsprachen, Kunst, Musik, Mathe, Naturwissenschaften, Geschichte, Politik, Wirtschaft, Geografie, Deutsch, Seminararbeit. Und natürlich sind das Dinge, die Leute in der Uni nicht so wirklich interessiert. Und das könnt ihr einfach überspringen, wenn ihr diese Fächer nicht habt. Aber ansonsten sind die anderen Teile halt wirklich für jeden geeignet. Ich würde euch empfehlen, geht mal in die Buchhandlung und guckt euch das einfach mal an. Blättert mal durch, guckt mal ins Inhaltsverzeichnis nochmal genau rein, was euch da interessiert und dann könnt ihr das ja für euch selbst entscheiden. Wo gibt es das Buch? Das Buch gibt es überall, wo ihr Bücher finden könnt. Ihr könnt es online bestellen, bei Amazon, bei Thalia, bei Dussmann. Ihr könnt aber auch sehr, sehr gerne in den Buchladen eures Vertrauens gehen und dort mal nachfragen, ob sie das Buch haben. Es kostet knapp 15 Euro. Falls ihr es als E-Book kauft, ist das noch ein bisschen günstiger. Und ich finde das so krass, dass man einfach dieses ganze Wissen für nur 15 Euro kriegt. Ich habe letztens mit einer Freundin darüber geredet und da meinte ich auch so, ey, ich hätte aus diesem Buch locker irgendwie mindestens einen Videokurs machen können und den für viel mehr Geld verkaufen können. Aber ich finde das so toll, dieses Buch in der Hand zu haben und zu wissen, auf diesen knapp 200 Seiten ist so das gesamte Wissen drin, was man wirklich für ein gutes Abi braucht. Und das kriegt man für nur 15 Euro. Wirklich, wirklich toll. Ich bin sehr zufrieden. Und damit ist echt ein großer Traum von mir in Erfüllung gegangen. Und ich hoffe, ihr werdet es alle kaufen und lesen und werdet mir vor allem schreiben, wie ihr es findet und was ihr am besten findet, was euch geholfen hat, was euch Spaß macht. Ab dem 19.03. Das müsste heute sein, wenn ihr das Video seht. Ab dem 19.03. gibt es dieses Buch einfach überall und ich kann es nicht fassen. Ich bin so happy und ich hoffe, es gefällt euch genauso wie mir. Viel Spaß beim Lesen und hoffentlich sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.